Kann ich als Helmut dafür bestraft werden, dass ich so vorbin? Kann ich als Helmut? Ein Helmut kann nie be- Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Dein Kind ist so talentiert, es ist so cool. Oh, danke schön. Ich mag keine Konkurrenz. Oh. Oh mein Gott, warum? Er schmeißt es einfach weg und nein. Ein Helmut oh weniger. Gott. Ich hab ihn gekillt. Ach, das aber ist aber nicht cool. Hab ich ihn wirklich getötet? Ich hab doch gar nicht den Abzug gedrückt. Es war dieser Dunkelmut, okay, den ich versucht habe aufzuhalten. Es ist doch nicht meine Schuld, dass Dunkelmut ihn erschießt. Ich. Aber du stehst davor mit einer Knarre in der Hand. Deutsche Polizisten würden sagen, ab in den Knast. Nee, halt, in Deutschland kommt ja eh keiner in den Knast. Also, sei chillig. Ich hab nichts falsch gemacht. Moment. Warte mal, er hat versucht, Dunkelmut zu erschießen. Das darfst du ja auch nicht. Gut, vielleicht aus Notwehr. Ich habe Dunkelmut die Tür geöffnet, als er raus wollte. Es ist meine Schuld, dass er tot ist. Aber ich habe doch jedem die Tür... Was ist das hier? Eine Anspielung auf Spider-Man? Super geil. ...aufgehalten. Okay. Kann ich als Helmut dafür bestraft werden, dass ich so vor... Kann ich als Helmut? Ein Helmut kann nie bestraft werden. Dafür sind es Helmuts geworden, Mann. Kann ich als Helmut bestraft werden? Ich bin... Nein! Ey, echt immer? Wie wird denn das gehandhabt dann, wenn du so vorbildlich einen Bankräuber die Tür aufmachst? Ist das dann unterlassene Hilfeleistung? Oder ist das vorbildlich, weil im Grunde bist du ja nett, du öffnest ihm die Tür. Du kannst ja nichts dafür, dass er die Bank ausgeraubt hat. Auf der anderen Seite ist es aber unterlassene Hilfeleistung, weil du einen Bankräuber einfach rausgehen lässt, statt ihn aufzuhalten. Wobei, wenn er so eine Knarre in der Hand hätte, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich ihn aufhalte oder nicht. Es ist eine schwere Situation, also als Richter würde ich da bestimmt 5 Tage überlegen müssen. Es war seine Kugel, die den Kackbuhn umgebracht hat, aber ich habe ihm doch heute Morgen die Kugel verkauft. Wieso zum Beispiel hat ein Waffenhändler eine Schürze um? Das frage ich mich jetzt. Er verhandelt doch mit Waffen. Er verhandelt mit Waffen. Na, das machen alle Waffenhändler. Er verkauft ihm die Kugeln, hält ihm dann noch die Tür. Es wird wieder ein bescheuertes Ende. Die Kugel, womit der Kackbohn erschossen wurde. Ich bin ein Killer. Ein brutaler Killer. Weil er ihm die Kugel verkauft hat, mit der er den Dings erschossen hat, ist er jetzt ein brutaler Killer. Ja, das macht Sinn. Aber Patronen verkaufen ist mein Job. Ja. Und ich bin vorbildlich. Ich spende immer Geld an die ABK-Stiftung für unterbelichtete Menschen, die einen schlechteren Abischnitt als 1,7 haben. Und das kam aus dem Verkauf von Patronen. Und der Tod ist doch eh ein Veganer. Ich habe armen Kindern geholfen. Ich bin ein Vorbild. Ich bin Helmut. Junge, was für eine Analyse. Bloß weil einer jemanden tot umgeschossen hat, Alter. Oh, ja, Idiot. Alter. Ich bin gut! Geil! Coole Leute liken! Ja, guck dir! Wie sieht denn das jetzt aus? Wie sieht denn das jetzt aus? Ihr steht da stundenlang da, vor einem Toten, mit einer Waffe in der Hand und der Tote hat eine Kugel im Bauch. Das sieht so aus, als wäre er tot. Ich hab ihn gekillt! Geil! Oh, voll mies zusammengeschnitten, Alter! Ja, das zeigt auch mal, was man machen kann alles, ne? Voll mies, Alter. Ich hab ihn gekillt, geil. Oh Gott, die Hälfte einfach. Die ganze Story ist einfach weg. Was ist da los, Alter? Korrupte Richter hier. Also eindeutig deutsche Richter. Und der grinst noch. Er grinst noch, geil. Als wäre nichts, hat er das nicht gecheckt, Alter. Ich scheiß mich ein, Alter. Das ist eindeutig Deutschland. Eindeutig Deutschland. Das war bestimmt eine Anspielung auf deutsche Justiz. Eindeutig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede mich und bin damit raus.